Zu einem Fußball-Auswärtsspiel sind jahrelang nur die ganz harten Jungs gefahren. Und so hießen die Fanclubs beim 1. FC Köln zum Beispiel auch Wilde Horde oder Arrogantia Köln. Gestern nach Offenbach, da reisten immerhin fast 3000 Anhänger mit, darunter auch eine ganze Busladung Kids. Das sind die unter 16-Jährigen, die mit dem Fanprojekt des 1. FC Köln zum Auswärtsspiel reisen. Der jüngste Reiseteilnehmer ist vor 3 Tagen gerade 10 Jahre alt geworden. Hallo, grüß Gott. Wer bist du denn? Julian. Julian Neumann. Dann geh mal durch, Julian. Ja, habe ich schon gesehen. Der 10-jährige Julian Neumann wollte eigentlich mit seinem gleichaltrigen besten Freund reisen. Der hatte aber vergessen, seine Anmeldung abzugeben. Allein unter den älteren, teilweise viel gereisten FC-Fans singt Julian die Hymne noch etwas schüchtern mit. Textsicher ist er natürlich. Für den 12-jährigen Jonas Bayer, der erst noch den richtigen Schal suchen muss, ist es schon das 3. Auswärtsspiel. Damit ist er fast ein alter Hase. Julian ist noch nicht so weit. Das ist jetzt mein erstes Auswärtsspiel. Bist du denn aufgeregt? Ja, weil ich habe jetzt auch keinen. Mein Freund ist jetzt eben nicht dabei. Jetzt bin ich sehr aufgeregt. Hat sie auch Freunde? Nee, aber ich habe einen gefunden. Was erwartest du jetzt vom Spiel? Dass Köln 3-1 gewinnt. Dass Jonas mit seinem Tipp Gold richtig liegt, kann Betreuer Hans-Peter Schwalen zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Schwalen ist einer von 4 ehrenamtlichen Betreuern des Kölner Fanprojekts, die mit den FC Kids reisen. Der Manager ist seit Jahren dabei. Für ihn hat die Betreuung der jungen Fans einen ganz besonderen Reiz. Ich speziell mache das als Erholung von meinem Job, der ziemlich anstrengend ist. Und das macht mir unheimlich Spaß und dafür mache ich das. 2 Stunden später im Stadion auf dem Biberer Berg. Die FC-Fans stehen im Westblock. Julian und Jonas mittendrin. Nach der frühen Führung der Offenbacher gleicht der 1. FC Köln in der 30. Minute aus. In der 2. Halbzeit trifft zunächst Helmes. Der FC war bis dahin drückend überlegen, die Führung absolut verdient. Später schießt Novakovic das 3:1. Und Jonas stellt ganz gelassen fest, dass sein Tipp stimmt. Der Sieg reißt die alten und die ganz jungen Fans mit. Ich fand's voll cool, weil die Stimmung war auch geil und dass der FC auch gewonnen hat. Ich fand's gut, dass sie gewonnen haben, aber ein bisschen schade fand ich's auch, weil mein Wetter einfach im Eimer war. Jonas erlebt bei seinem 3. Auswärtsspiel zum 1. Mal einen FC-Sieg. Und die Spieler feiern den Erfolg genauso ausgelassen wie die FC-Kids.